Wird Helen von Mama Anne und Papa Frank zur Schule gebracht, ist eine Frage garantiert. Mama, können wir Musik hören? Na klar, was möchtest du hören? Und die Chöre singen für dich. Oh, 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 oh. So weit gekommen und so viel gesehen. Helen ist großer Deutschpop-Fan, kennt jede Menge Texte und Künstler. Und zumindest sie findet das super. Ich weiß es nicht. Viel Spaß in der Schule. Wenn ich zu laut singe oder auch zu viel allgemein am Tag, dann gibt es schon auch mal Gesangsverbot. Dann singe ich nur innerlich und bin dann noch ein bisschen böse. Und kannst du das verstehen, Helen? Nö. Ein bisschen vielleicht. Ich glaube, Helen würde den ganzen Tag, wenn sie wach ist, Musik hören. Ja, ab und zu muss ich dann sagen, jetzt müssen wir die Beschallung wieder ausschalten. Auch für sie dann einfach, dass ihr Köpfle einfach mal eine Pause kriegt von dem Ganzen. Und Pausen macht die 9-Jährige am liebsten hier. Hallo, kommt rein in mein kleines Reich. Das gehört alles mir. Juhu! Lass mich raten, hier geht's auch um Musik, oder? Hier ist meine Klarinette. Da spiele ich jetzt schon seit letztem Jahr im Sommer, also ist gerade so ein Jahr. Und wie viele Löcher hat so eine Klarinette? Weiß nicht, also mehr wie 20, 30. Aber viel wichtiger, bei der Bedienung kennt sich die Viertklässlerin aus. Was macht dir denn sonst noch so Spaß? Zum Beispiel hier zwei Fasnetzbilder, hier mal bei uns im Schwarzwaldtakt. Hier, das ist beim Handball. Ich spiele jetzt schon seit 4 bis 5 Jahren Handball. Jetzt bin ich in der E-Jugend. Hier im Schellfischposten in der Kneipe von Ina Müller. Hier habe ich auch mein Fan-T-Shirt an. Helen ist großer Ina Müller-Fan, reist sogar bis nach Sylt, um bei der alten Arbeitsstelle der Entertainerin vorbeizuschauen. Und ich fand es einfach schönste Urlaubserlebnis. Ihr Faible für Ina Müller und diese selbstständige, starke Frau, das passt eigentlich zu ihr. Sie war schon immer ein bisschen spezieller, hat noch nie so die klassischen Mädchen-Hobbys oder Dinge verfolgt, hat sich nie entsprechend mädchenmäßig so ganz typisch anzogen. Sie hat schon immer eher so ihr Ding gemacht. So wie auch mit dem Mikro, einem Kommunionsgeschenk. Obwohl ich nicht ganz so gute Stimme habe zum Singen. Beschallt sie trotzdem damit die eigenen 4 Wände. Na, 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 na. Und kündigt ihren Duellgegner gleich selbst damit an. Sie kennen ihn nur mit Mütze. Wir grüßen Sie ihn alle. Mark Forster. Mark Forster. Bis heute verkauft er 6 Millionen Tonträger. Wird 600 Millionen Mal auf seinem YouTube-Kanal geklickt. Hält sich mit seinen Singles knapp 500 Wochen in den deutschen Charts. Seine Karriere eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Der Durchbruch gelingt dem Pfälzer 2013 mit der Single Au Revoir. Und seit der Fußball-EM 2016 kennt in Deutschland jeder seinen Song Wir sind groß. Die Welt ist klein und wir sind groß. Forster ist übrigens ein Künstlername. Die Geschichte dahinter: Eines Tages besucht ihn der Mitarbeiter einer Plattenfirma in seinem Musikstudio in der Forsterstraße. Weil ihm Marks eigentlicher Nachname Schwertnia zu kompliziert ist, speichert er ihn in seinem Handy einfach unter Mark Forster ab. Der Künstlername ist geboren. Selbst die Maus ist großer Mark Forster-Fan, wünscht sich zu ihrem 50. Geburtstag explizit einen Song des aktuell angesagtesten Deutschpop-Künstlers. Ich frag die Maus, ich will alles wissen genau, und so schnell gehen mir die Fragen ja aus. Marks Herausforderin Helen trifft dabei letzte Duellvorbereitungen. Hier ist Ina. Ah, hier ist Sarah Connor. Ah, hier sind 2 Max Giesinger. Also ich glaube, sie hat auf jeden Fall eine gute Chance gegen Mark Forster. Sie kennt sich einfach sehr gut mit Musik aus. Ihr seid die besten Freundinnen der Welt. Hey Mark, heute singen die Chöre für dich. Au revoir. Wollt ihr noch mehr so freshe Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und...
denkt an die Glocke.